Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Hallo und willkommen, heute ist Dienstag, der 25. April. Ich bin Clemens Benke. Ja, worüber sprechen die Hamburgerinnen und Hamburger? Was bewegt uns in unserer Stadt? Was ist los bei uns? Um das digitale Universum geht es am 9. und am 10. Mai in Hamburg. Die Stadt wird da voller sein als sonst. Über 70.000 Besucher werden erwartet in den Messehallen zum OMR-Festival 2023. Eine Riesenerfolgsgeschichte ist dieses Festival, das ganz klein angefangen hat. Das hat Philipp Westermeier mir erzählt, der Gründer und Geschäftsführer von OMR. Also ich meine, wir haben ja angefangen als Hobby. Da war das halt so ein bisschen so eine Konferenz, einen Tag mit 200 Leuten. Da ist was ganz anderes gewesen. Aber es hat angefangen 2011. Da war das so. Da waren das wirklich am Ende Freunde und Bekannte und ein bisschen so Geschäftskunden und so. Ne, 200, ein bisschen mehr Leute. Wo waren das da? 2011? Das war damals in der Bucerius Law School, so im Hinterhof mit so einem Auditorium. Okay. Also wir haben uns so durch die Stadt durchgearbeitet und sind, glaube ich, 2017, 16, 17, so sind wir in den Messehallen angekommen. Also ganz klein angefangen hat das OMR-Festival bei uns in der Stadt, bei uns in Hamburg. Das hat Philipp Westermeier, der Gründer und Geschäftsführer von OMR, mir erzählt. Für die heutige Ausgabe unseres Podcasts Hamburg aktuell. Vertieft ins Gespräch gehen wir natürlich gleich nach unserem kurzen Nachrichtenüberblick mit Markus Stehn aus unserer Stadtnachrichtenredaktion. Hatten Islamisten hier bei uns in Hamburg einen Sprengstoffanschlag geplant? Unsere Ermittlungsbehörden haben so ein Attentat heute möglicherweise verhindert. Heute Morgen gab es hier bei uns in Hamburg und in Kempten im Allgäu Durchsuchungen. Carolina, im Visier hatten die Ermittler zwei 24- und 28-jährige Brüder aus Syrien? Der ältere der beiden gilt als Hauptverdächtiger. Er wurde hier in Hamburg in einer Wohnung in St. Georg durch Spezialkräfte der Bundespolizei festgenommen und dann in U-Haft geschickt. Der Jüngere soll bei den Planungen Beihilfe geleistet haben. Das haben Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg mitgeteilt. Demnach hatte der 28-Jährige seit einigen Wochen über die Online-Plattform eBay und sonstige Anbieter Grundstoffe zur Herstellung sprengstofffähigen Materials erworben. Daraus wollte er wohl einen Sprengstoffgürtel bauen. Einige Komponenten hatten ihm aber noch gefehlt, wie mir die Staatsanwaltschaft gesagt hat. Sie geht von einem radikal-islamistischen bzw. dschihadistischen Motiv aus und dass so viele Ungläubige wie möglich in den Tod gerissen werden sollten. Ein konkretes Anschlagsziel hat es wohl noch nicht gegeben. Nach meinen Informationen musste allerdings auch damit gerechnet werden, dass das Attentat in Hamburg stattfinden sollte, da ja auch der Haupttäter hier lebte. Danke, Carolina, und danke an unsere Polizei. Nach dem beinahe tödlichen Schuss auf einen 31-Jährigen in einem Dönerimbiss auf der Reeperbahn heute Nacht sucht unsere Polizei jetzt Zeugen. Das Opfer ist dabei durch einen Bauchschuss lebensgefährlich verletzt worden. Was ist da heute Morgen gegen 1 Uhr auf dem Kiez genau passiert, Marc? Nach den bisherigen Ermittlungen sind gegen kurz nach 1 mehrere noch unbekannte Männer im Dönerimbiss aufgetaucht. Dort hatte sich das spätere Opfer bereits aufgehalten. Zwischen den Männern hat es dann Streit gegeben, sowohl verbal als auch körperlich. Worum es dabei ging, ist nicht bekannt. Im Zuge der Auseinandersetzung hat einer der Angreifer dem 31-Jährigen dann in den Bauch geschossen. Danach sind die unbekannten Männer in einen schon vor dem Imbiss wartenden dunklen Wagen gestiegen. Das Auto ist dann in unbekannte Richtung weggefahren. Eine sofort eingeleitete Fahndung ist erfolglos geblieben. Der 31-Jährige wurde im Krankenhaus operiert. Sein Zustand ist inzwischen stabil. Danke, Marc. Wenn ihr also etwas wisst oder gesehen habt, meldet euch bitte bei der Polizei. Es ist auf gut Deutsch gesagt eine echte Sauerei. Sie wollen helfen und werden als Dank beleidigt, beschimpft, belästigt, attackiert. Pflegekräfte zum Beispiel, aber auch Mitarbeiter von Notaufnahmen und Sanitäter. Gewalt gegen Beschäftigte im Gesundheitswesen ist ein echtes Problem. Das sieht auch unsere rot-grüne Regierungsfraktion in Hamburg so. Carolina, nochmal du bitte. Solche Übergriffe am Arbeitsplatz sollen jetzt besser erfasst werden. Das Ziel ist klar. Mitarbeiter im Gesundheitswesen sollen künftig besser vor Gewalt von Patienten und Angehörigen geschützt werden. Dafür wird nun ein entsprechender Antrag an den Senat gerichtet. Er soll unter anderem Gespräche mit der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege aufnehmen, um eine lückenlose Erfassung der Vorfälle zu ermöglichen, die Dunkelziffer zu erhellen und Gegenmaßnahmen zu erarbeiten. Dabei soll es um jede Form von Gewalt gehen, sagt Gudrun Schittek von der Grünen-Fraktion. Sei sie angedroht, verbal oder sexualisiert. Wurde auch mal Zeit. Danke, Carolina. Diese und andere Meldungen des Tages hört ihr jede Stunde immer um halb in den Hamburg 2 Stadtnachrichten. Tatsächlich die meisten Nachrichten aus unserer Stadt. Mein heutiger Gast ist Philipp Westermeier, der Gründer und Geschäftsführer des OMR-Festivals. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Hallo Philipp, grüß dich. Danke für die Einladung natürlich. Wir haben gerade darüber gesprochen, es ist nicht mehr so lange hin jetzt bis zur OMR-Eröffnung in Hamburg in den Messehallen. Es gibt noch wahnsinnig viel zu tun, oder? Ich kann mir vorstellen, dein Tag ist jetzt richtig pickepacke voll.
Ja, also unser aller Tag. Man muss dazu sagen, wir sind jetzt ein Team aktuell so von 60, 70 Leuten, die daran arbeiten. Das werden jetzt in den nächsten Wochen auch immer noch ein paar mehr. Also ich mache das nicht alleine, Gott sei Dank. Aber ja, ist halt ein Saisongeschäft, ne? Wahnsinnig spannend, was uns da erwartet. Sprechen wir auch gleich ausführlich nochmal darüber. Wie viele Gäste erwartet ihr eigentlich dieses Jahr? Letztes Jahr waren es auch so um die 70.000, glaube ich. Ne? Ja, das wird so in der Dimension wieder sein. Vielleicht 2.000, 3.000 mehr, Richtung 75.000 könnte es sein. Okay, gibt es eine Obergrenze? Also ja, die Obergrenze definieren ja nicht am Ende wir, sondern die Kapazitätsgrenze der Messehallen. Die ist eher limitiert. Also ihr habt ja alle Hallen, ne? Wir haben alle Hallen, das ganze Messegelände, aber auch das hat eine Lastgrenze. Klar. Und dann gibt es eine Art weitere natürliche Grenze, das ist aktuell die Anzahl und der Preis der Hotelbetten in Hamburg. Aber wir sehen jetzt das auf einmal schon wieder, wie letztes Jahr auch, kosten dann Hotelzimmer während der Tage in Pinneberg oder in Lübeck schon 300, 400, 500 Euro. Genau. Und in Hamburg noch mehr oder sind gar nicht mehr da und das begrenzt auch. Ja, wollte ich gerade mit dir drüber sprechen. 70.000 Leute kommen in die Stadt zu dem Festival. Die Preise gehen entsprechend nach oben, auch die Übernachtungspreise. Ja. Und ihr habt eine kleine Initiative gestartet, wo ihr auch Zimmer sucht und Übernachtungsmöglichkeiten. Wie läuft das? Also wir hoffen uns da, sagen wir, ein bisschen über 1.000 Betten neu reinzubekommen. Also darüber, dass jetzt Leute ihre Gästezimmer oder ihre alten Kinderzimmer oder ihre WG-Zimmer einfach freigeben und das bei Airbnb einstellen und sozusagen dann halt da neue Betten reinkommen. Das läuft ganz cool, wir werden dieses Ziel erreichen, aber es sind halt dann auch nur ein bisschen über 1.000 Betten. Ja. Ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist ein Anfang und man sieht halt bei anderen Events, früher bei der CeBIT oder beim South by Southwest Festival in Austin in Texas, dass es schon auch sehr groß werden kann. Ja, das kann funktionieren und das ist ja auch eine Win-Win-Situation für den, der das Kinderzimmer zur Verfügung stellt oder das Gästezimmer und für den, der kommt, ganz klar. Ja. Also wenn ihr noch ein Kinderzimmer frei habt oder ein Bett frei habt, sagt auf jeden Fall Bescheid. Wie organisiert ihr das? Einfach bei euch? Es gibt bei uns eine Website, irgendwie einfach am besten mal googeln, OMR Zimmer frei, findet man sofort die Landingpage. Ende läuft es dann also die Plattform, über die das abgebildet wird, ist dann Airbnb. Okay. Auch Partner von uns, also das ist eine Kooperation, das Hamburger Abendblatt ist mit dabei, also es ist halt seriös. Okay, seriös, das ist immer gut. Über 70.000 Gäste haben wir gerade gesagt, erwartet ihr. Im letzten Jahr waren es auch so roundabout 70.000. In den Messehallen findet das Mega-Event statt und jetzt wird sogar die Karolinenstraße gesperrt für euch, ne? Habe ich gelesen, was auch so ein bisschen zu Unmut der Anwohnerinnen und Anwohner führt. Ne? Ja, absolut. So. Wie stehst du dazu oder was macht ihr damit? Wie geht ihr damit um? Also erstmal sind wir natürlich überhaupt dankbar, dass das möglich ist. Oder wir haben dann ein halbes Jahr lang mit der Stadt gemeinsam Gespräche geführt, das evaluiert, wie man die Menschen sicher über die Messe leiten kann. Weil also der Hintergrund ist dieser Skywalk, ne? Also der von einer Halle, von den einen Hallen zu den anderen Hallen führt und das ist einfach... Das ist ein Nadelöhr und das ist auch am Ende gefährlich und dann war dann nach vielen Überlegungen die Entscheidung, okay, wir können in einem kurzen Stück die Karolinenstraße sperren. Natürlich nicht die ganze Straße, sondern nur das Stück quasi unter dem Skywalk so ein bisschen. Aber natürlich gibt es da Anwohner, die dadurch eingeschränkt sind. Wir stellen einen Shuttle-Service. Wir kommunizieren da hoffentlich ausführlich und informieren die. Wir haben auch die betroffenen Anwohner eingeladen, zum Festival zu kommen, wenn die das möchten. Das ist natürlich jetzt nicht jedermanns Sache. Und versuchen das bestmöglich für die Betroffenen zu klären. Okay. Und gleichzeitig denken wir oder erleben wir auch, dass es für Hamburg eine gute Sache ist, dieses Festival, und dass am Ende sind es ein bisschen mehr als 48 Stunden in Summe hoffentlich okay ist. Ja. Shuttle-Service stellt ihr zur Verfügung? Wie muss man sich das vorstellen? Also du läufst sozusagen in die Sperrung rein und gerade wenn du jetzt zum Beispiel Rollstuhlfahrer bist oder einen Kinderwagen hast oder sowas und dann nicht mal so eben den Umweg gehen kannst, dann haben wir da Autos stehen und dann würden wir dann zum Beispiel Rollstuhlfahrer problemlos halt dahin fahren, wo die ansonsten halt rausgekommen wären. Sag mal, das wievielte OMR-Festival ist denn das jetzt bei uns in der Stadt? Also, ich meine, wir haben ja angefangen als Hobby, da war das halt so ein bisschen so eine Konferenz, einen Tag mit 200 Leuten, da ist was ganz anderes gewesen, aber es hat angefangen 2011, da war das so, da waren das wirklich am Ende Freunde und Bekannte und ein bisschen so Geschäftskunden und so, ne, 200, ein bisschen mehr Leute. Wo waren das da? 2011? Das war damals in der Bucerius Law School, so im Hinterhof mit dem Auditorium. Okay. Dann im Jahr darauf war es in der Großen Freiheit, also alles irgendwann auch mal im St. Pauli-Stadion, oder? Im VIP-Bereich war so eine Messe, also da genau. 2017, 16, 17, so sind wir in den Messehallen angekommen. Und dann haben wir halt da verschiedene Hallen nach und nach und wir hatten dann jetzt seit dann 2 Jahre Pause wegen der Pandemie. Da klar, zwei Jahre lang nicht. Naja, und jetzt haben wir das gesamte Gelände. Also
von 400 auf 70.000 Besucher. Das ist schon ein ordentlicher Sprung. Und es ist ja am Anfang auch eher so eine Nischengeschichte gewesen, ne? Kann man sagen. Absolut. Wovon man jetzt eigentlich nicht mehr sprechen kann, oder? Nee, aber es ist ein bisschen, als wir angefangen haben, da war halt das ganze Thema Digitalwirtschaft, online, auch ein kleineres Thema. Da war das so ein bisschen auch so eine Schmuddelecke, so Online-Marketing, was macht ihr denn da? Okay. Das war nicht jetzt für so interessant. Und dann es waren auch Firmen wie Google und Facebook, waren halt noch kleinere, fast schon Startups. So sagt man so, ja, Facebook oder Google, diese Startup da. Ne? Ja, klar. Und diese Firmen sind jetzt zu den wertvollsten Firmen der Welt geworden in den letzten Jahren. Also sehr relevante Firmen, und in deren ganzen Sog und dieser Welle sind wir dann quasi mitgewachsen. Ne? Super Entwicklung. Jetzt müssen wir mal über die Highlights des diesjährigen Festivals sprechen. Fangen wir mal mit den internationalen Stars der Digitalszene unter. Es gibt ja auch jede Menge Hidden Champions der Branche. Wer kommt da nach Hamburg? Alle können wir nicht nennen, aber auf wen freust du dich besonders? Welche Speaker kommen? Also ich bin sozusagen eher so der Business-Typ, deswegen finde ich so gerade im Musikbusiness spannend, der Scooter Braun, das ist der Typ, der Justin Bieber erfunden hat oder entdeckt hat. Dann ist mittlerweile ein ganz großer Player im Musikbusiness generell. Kommt so Ronny Fieks, ein Fashion-Designer, der gerade so der künftige Virgil Abloh werden könnte. Es kommt aber auch die Tennisspielerin oder ehemalige Tennisspielerin, die Serena Williams, die auch eine Art Influencerin ist, wenn man so möchte, jetzt auch Unternehmerin geworden ist. Ihr Mann wiederum hat dieses Reddit-Forum gegründet. Also gibt es viele so internationale Leute, die auch ein Rapper, wir haben zum ersten Mal auch große Live-Konzerte von Macklemore, dem Musiker. Vorher war das ja bei uns abends bei den Live-Konzerten, waren meistens deutsche Künstler. Also von Udo Lindenberg bis Deichkind und Jan Delay und so. Aber jetzt versuchen wir da auch ein bisschen international zu werden. Aber natürlich kommen auch weiter da deutsche Künstler. Aber wir machen auch also wirklich dann DAX-CEOs. Ne? Also auch das gehört ja zur Wirtschaft logischerweise dazu. Also von dem Chef der Deutschen Bank, dem Chef von SAP oder Hugo Boss oder halt. Aber auch, das werden auch einige dann mal skurril finden, der Robert Geist, ne, aus dem Fernsehen, von den Geißen, auch der ist dabei. Ja. Also am Ende gibt es einen Live-Podcast von Lanz und Precht. Es gibt irgendwie natürlich Pamela Reif, viele Influencerinnen und Influencer. Es ist eine sehr große Mischung, ich glaube, aus der Sportwelt. Ist die halbe Bundesliga läuft da rum. Also ist schon echt cool. Hammer. Serena Williams hast du gerade erwähnt, Quentin Tarantino war letztes Jahr da, Chefs der großen DAX-Unternehmen. Wie kommst du da eigentlich ran an diese Stars? Also das entwickelt sich natürlich über die Jahre. Ich mache es vor allem auch nicht alleine, sondern habe mittlerweile ja so freie Mitarbeiter, könnte man sagen. Aber es sind am Ende auch bekannte Freunde, die zum Teil in den USA ohnehin leben und da arbeiten, da ihre Netzwerke haben. Und dann ist es natürlich auch so ein bisschen Empfehlung, Word of Mouth. Man muss dann irgendwie auch gucken, naja, wenn jetzt Quentin Tarantino im letzten Jahr kam, was könnte den überzeugen zu kommen? Dann wollte der ohnehin nach Europa, hat er sich das überlegt, zum Cannes, diesem Filmfestival nach Frankreich zu kommen. Dann waren wir zeitgleich. Dann habe ich gesagt, weißt du was, wenn du dann nach Cannes kommst, dann bringen wir dich nach Hamburg und so. Okay. Und dann, es müssen sich halt so Sachen dann auch ergeben. Ja. Aber es ist weg so, und wir merken jetzt auch, dass halt mit jedem Jahr und auch mit der größeren Relevanz die Leute auch was zu erzählen haben zum Teil oder irgendwie was zu vermarkten haben, muss man ja auch sagen. Und dass dann auch irgendwie der eine oder andere sich meldet und sagt, kommen will, ne? Ja, also, dass ihr nicht mehr auf die Leute zugeht, sondern dass die sich bei euch melden, und dann können wir da nicht auch vorbeikommen. Ihr stellt auch Partner vor, also ganz, ganz viele Partner, die zu euch kommen und dort sich ausstellen, so muss man sagen. Mit denen kann man dann networken als Gast, und das sind sehr, sehr viele auch. Ich habe mir die Liste mal angeguckt, also wirklich sehr viele. Gibt es da jemanden, auf den du dich besonders freust oder du sagst, oh, das war eher schwierig, den zu uns zu bekommen, und ich finde es richtig geil, dass wir den jetzt haben? Also ich bin natürlich erstmal da wirklich stolz auf unsere langjährigen Beziehungen. Wir haben viele, das sind ja am Ende Aussteller. Man muss ja auch sagen, das ist auch irgendwo hat das eine ganz klare wirtschaftliche Komponente, dieses Event. Da geht es darum, dass diese Firmen neue Kunden gewinnen, dass die sozusagen sich vernetzen, dass die Leute was lernen, dass sie ihre Produkte vorstellen können. Und da ist es halt so, dass wir das seit jetzt mittlerweile vielen Jahren mit Vodafone zum Beispiel zusammen machen, dass aber auch natürlich Firmen wie jetzt Google oder wie jetzt halt Meta, so heißt ja Facebook heute, oder auch mittlerweile TikTok oder so, dass die halt uns unterstützen, dazukommen und dass die unsere Plattform nutzen für ihre Geschäfte. Und dazu kommen dann halt auch ein paar Firmen, die gar nicht so aus der Digitalbranche kommen unbedingt, aber die Zielgruppe spannend finden. Nehmen wir mal Audi oder andere. Darauf bin ich schon stolz, dass solche globalen Firmen und sagen, okay, wir machen nicht so viel, wir bauen jetzt auch nicht an jeder Ecke einen Messestand auf, aber uns machen sie das, und das ist jetzt auch nicht zum ersten Mal.
Das ist schon ganz cool. Also die haben die Stellen aus, hast du ja gerade gesagt, die haben ihre Stände da, da kann man hingehen, mit denen ins Gespräch kommen, sich austauschen. Ja, absolut. Und so weiter. Und das über diese riesigen Messehallenflächen. Wie groß ist die Fläche eigentlich? Die Messehallenfläche insgesamt? Ja. Boah, ich kann es dir nicht sagen. Es gibt ja auch Außenflächen. Also mehrere tausend. Sicherlich, auf jeden Fall. Ja. Ich habe gelesen, zum Programm gehört auch, dass man an exklusiven Masterclasses teilnehmen kann. Ja. Erzähl doch mal dazu was. Was kann man da machen? Also man muss generell sagen, wir versuchen so einen Dreiklang bei uns zu haben. Also so eine Art Business und Networking gibt's. Dann gibt es irgendwie den Bereich wirklich was zu lernen. Das sind die Masterclasses. Mhm. Und dann gibt es den Bereich Inspiration. Das sind dann so die großen Highlight-Speaker, von denen ich gerade sprach, oder auch die Konzerte. Ja. So. Und bei dem Lernen, da geht es halt darum, dass man wirklich für sich mal 90 Minuten mit einer Thematik beschäftigt. Bei uns auf den Websites sind alle Masterclasses jetzt schon einsehbar und dann kann man sich da drauf bewerben, die kosten nichts und dann haben wir aus dem Markt verschiedenste Expertinnen, Firmen, die in den jeweiligen Themen, geht hier zum Beispiel aktuell um künstliche Intelligenz oder so, die da dann 90 Minuten lang referieren. Meistens sind dann so 200 Zuhörer in verschiedensten Räumlichkeiten, die wir extra bauen auf dem Messegelände. Und dann, ja, die bewerben, man bewirbt sich über die Webseite, gibt da E-Mail-Adresse an und dann informieren wir, welche Masterclasses man dann zugeteilt bekommen hat. Okay. Und dann ist man halt irgendwie, bestenfalls hat man dann in den zwei Tagen 3-4 Stück und dann jeweils 90 Minuten so richtig tief eintauchen in verschiedene Themen. Wir bieten da mehrere hundert Masterclasses, also eine große thematische Vielfalt. Wow. Und wie gesagt, neben der Vernetzung und dem Business und der Inspiration ist halt das Lernen und die Masterclasses ein ganz wichtiges Element. Und da muss man sich anmelden dafür, hast du ja auch gerade schon erwähnt. Die Anmeldung läuft seit ein paar Tagen auf jeden Fall und da gibt es auch einen Anmeldestopp. Ne? Genau, also da sollte man sich jetzt gleich mal hinsetzen und gucken, was für einen in Frage kommt. Und also gerne jetzt im April oder Winter, während wir sprechen, jetzt im April das irgendwie machen, weil das logischerweise mit der Rückmeldung, die wir ergeben müssen mit der Planung, können wir jetzt nicht bis zum 8. Mai oder 9. Mai warten, sondern müssen da auch sozusagen das alles fair verteilen. Klar. Aber das also ist bei uns ein Produkt, das echt über die Jahre gewachsen ist. Und das wird sehr gut. Sehr beliebt ist. Ne? Schöne Idee finde ich auch die Touren, die man machen kann bei der OM. Erzähl doch dazu mal was. Das ist das Nächste, dass man häufig ja zu uns kommt und erschlagen ist von der Vielfalt und von der Größe. Absolut, und dann denkt man sich, was mache ich jetzt hier eigentlich? Und dann kann man sich auch da im Vorfeld angucken, wir nennen das Guided Tours, dass man sich zu bestimmten Themen von bestimmten Experten oder auch einfach kundigen Leuten, interessanten Leuten in einer Gruppe, so ein bisschen wie bei seiner Museumsführung oder bei seiner Stadtführung, über das Festival führen lässt. Mal so eine Stunde. Und dann geht es zu ausgewählten Ständen, dann wird das alles ein bisschen erklärt. Und das ist meistens sehr lustig, man trifft auch andere Leute und dann läuft man da so rum und kriegt halt nochmal einen ganz anderen Zugang. Und auch das haben wir mal so aus Spaß angefangen. Ich habe das selber bei der Museumsführung so erlebt, mit so Kopfhörern. Ja. Dann wird man so durchs Museum geführt und das ist halt irgendwie hilfreich. Und dann haben wir das machen wir jetzt auch mal. Und mit Kopfhörern auch? Ja, genau. Gibt es da so Kopfhörer und dann ist man da wie Teil so einer Reisegruppe. Aber es ist halt lustig, das macht Spaß und man ist dann halt nicht so verloren. Also wenn man sich das Programm anguckt auf eurer Seite, ist eine geile Seite übrigens, super gemacht, finde ich, sehr übersichtlich bei diesem Riesenangebot. Also man kann sich da gut durchklicken durch alles. Und man hat ja irgendwie den Eindruck, wow, so viele super interessante Branchen-Events, so viele Angebote und es sind verdammt nochmal nur zwei Tage. Ne? Also wie schaffe ich das eigentlich? Was empfiehlst du denn den Besuchern, wie die sich organisieren können, um dann bei möglichst vielen Events, bei möglichst vielen Ausstellern sein zu können und dann vielleicht auch nochmal so zwei, drei Masterclasses mitnehmen zu können? Geht das überhaupt in den zwei Tagen? Also es ist natürlich so, dass man nicht alles schaffen kann. Ne? Also ich glaube, wir machen da tausende von Stunden Programm sozusagen. Das ist logischerweise nicht möglich für eine Person, das abzubilden. Man kann natürlich auch im Nachhinein einiges nachgucken. Bei YouTube stellen wir einige Sachen hoch oder insofern das geht schon. Aber ich meine, das empfiehlt sich, glaube ich, wirklich direkt am Montag loszulegen. Es fängt ja auch so an, dass in der Stadt, also schon ab Montag, dann ab dem 8. Mai in diesem Falle, haben schon ganz viele so Side-Events sind, ne? Abendessen hier, irgendwie eine Produktpräsentation dort, einen Kinoabend dort, dass man sozusagen reinkommt und dann sich halt ein Programm macht für die Tage und so ein paar Sachen einfach setzt, sagt, okay, das will ich gerne sehen, das will ich gerne sehen, sich mal ein bisschen anguckt, wo das auf dem Festival halt stattfindet. Also man muss bestenfalls eine gewisse Vorplanung haben und dann halt auch gucken, was man vielleicht irgendwie, es gibt auch sehr viele Sachen außerhalb der Fläche, irgendwo in der Stadt gibt es halt ein Frühstück von dem und dem, es gibt in den verschiedensten Restaurants und Hotels halt Events, auch die listen wir halt auf unserer Website auf, diese ganzen Side-Events. Dann baut man sich halt ein Programm zusammen. Ich würde trotzdem empfehlen, jeden Tag 2-3 Stunden
zu lassen, um sich ein bisschen treiben zu lassen. Weil das, okay, das gibt dir Inspiration, über die Messe zu gehen, immer an der Bühne stehen zu bleiben, nächste Halle zu gehen, zu gucken, was da los ist, wieder ein bisschen zu gucken, ins Gespräch zu kommen. Ja. Also nicht durchplanen, das macht einfach keinen Sinn. Dann bist du da nur getaktet und musst du die richtige Balance finden und auch einfach dieses FOMO, also dieses Fear of Missing Out, dass man da irgendwas verpasst, abschütteln und dann einfach sozusagen auch ein bisschen den Zufall regieren lassen. Das ist ja das Schöne bei Live-Events, dass ja auch alle vermisst haben in der Pandemie, das ist zufällig. Ne? Also absolut, du hast ja sonst immer alles durchgetaktet, aber online weißt du genau, jetzt muss ich mich da einwählen und so und weißt, was passiert. Hier weißt du zum Teil nicht, was passiert und es passieren dann hoffentlich auch überraschende, coole Sachen. Vielleicht startet man einfach mal mit so einer Führung, ne? Das wäre jetzt meine Idee, dass man erstmal einen Überblick bekommt und dann guckt, wie es weiterläuft. Macht der Herr Tschetscher auch. Ah, guck mal. Der ist gleich am ersten Tag dabei, oder? Ich glaube, der, also beim letzten Jahr war er am zweiten Tag da. Okay. Und dann machen wir natürlich für ihn und ein, zwei, glaube ich, aus britische Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg so eine Spezialführung da auch über die Messe und zeigen ihm so ein bisschen die Dinge. Okay. Und aber er ist wirklich, das bin ich auch stolz drauf, er kommt da jedes Jahr mal für ein paar Stunden und guckt sich das an. Ist ja auch für Hamburg eine Riesensache, ne? Also ich hoffe es, wir tun unser Bestes. Ich will das nicht bewerten, aber natürlich denke ich, wenn man mal guckt, dass andere Städte dafür auch tun, solche Events zu bekommen, dann glaube ich, dass es okay ist. Jetzt hast du die Side-Events mal erwähnt. Lass uns doch da nochmal kurz drüber sprechen. Also das sind Veranstaltungen, die vorher stattfinden und parallel nach den auch. Zwei. Ja, parallel. Also und parallel auch. Ja, okay, ja. Aber das ist ja schon mal eine Info, dass nicht alles konzentriert auf zwei Tage ist. Das meiste ja, aber man kann sich auch vorher schon eingrooven und dann nachher das Ganze so ein bisschen ausklingen lassen. Sag nochmal ein paar Events. Wo finden die statt? In Agenturen oder in... Also wirklich Klassiker, die Agentur Jung von Matt sitzt ja auch direkt da in der Nähe Glashüttenstraße, also in der Nähe des Festivalgeländes. Die machen dann ganz groß über Künstliche Intelligenz Workshops bei sich in der Agentur. Ne? Oder in der Bullerei von Tim Melzer, dem Restaurant, das ist ja auch nicht weit weg vom Messegelände, macht dann der FC Bayern München am Montagabend ein großes Sport-Business-Dinner exklusiv in der Bullerei. Oder, und so zieht sich das halt durch. Dann teilweise auch in Privathäusern. Ganz viel ist im Vierjahreszeiten. Wir haben das Hotel Vierjahreszeiten exklusiv. Also wir arbeiten mit denen da wirklich zusammen, dass unsere ganzen Stargäste, sag ich mal, die sind alle im Vierjahreszeiten. Auch da gibt es dann natürlich. Für die zwei Tage jetzt, ne? Ja, also oder auch für länger, ne? Und dann gibt es natürlich ganz viele Vierjahreszeiten. Und so zieht sich das halt durch die Stadt durch. Also ich kenne sie nicht alle und ich habe ja auch keine Chance, alle zu kennen. Das ist ja jeder frei zu sagen, Mensch, da ist OMR. Muss uns ja auch keiner fragen. Okay. Und macht dann halt irgendwo bei sich in der Agentur, bei sich in der Firma halt ein Kundenevent. Mhm. Das ist ja nichts, was wir jetzt beeinflussen können. Aber diejenigen, die das wollen, die melden sich bei uns und lassen ihre Side-Events dann halt listen und eintragen. Okay. Dass wir die dann der Allgemeinheit sozusagen aufzeigen. Aber manche sagen auch, ich mache das gar nicht öffentlich. Ich lade es bei mir zu Hause ein oder ich lade in der Agentur meine Kunden nur ein und dann gehen wir auf die OMR. Aber ich will jetzt bei meinem Side-Event, da will ich ja nicht alle dabei haben. Das ist ja auch fein. Auch legitim und da gibt es ja auch nochmal eine Übersicht auf der Seite zu den Side-Events. Also kann man sich auch nochmal anmelden, muss man sich da wahrscheinlich auch, kann man auf jeden Fall nochmal checken, was da geht. Wir müssen auch nochmal über Geld sprechen, Philipp. Ja. Zwar gibt es in diesem Jahr, und das ist neuen Einheitspreis fürs Ticket, oder? Ja, und der ist natürlich, wenn man zum ersten Mal hört, auch heftig. 400 Euro kostet das Ticket. Das ist, muss man dazu sagen, in dem Bereich solcher Events. Es gibt ein vergleichbares Event zum Beispiel in Lissabon. Es gibt so ein ähnliches Event in Austin, in Texas zum Beispiel. Also es gibt sowas, was wir da bauen, hier und da mal auf der Welt. Und das sind so die Preise, die dafür auch gängig sind. Viele der Besucher zahlen das auch gar nicht, sondern werden von unseren Ausstellern halt eingeladen, muss man auch dazu sagen. So, ne? Und dann ist es halt so, dass wir gesagt haben, weil wir bis letztes Jahr auch einen Preispunkt hatten von nur 50 Euro, da konnte man nicht alles mitmachen, aber man konnte dann aufstocken und so, ne? Es gab dann auch ein 500-Euro-Ticket, jetzt gibt es ja nur noch eins. Aber wir haben jetzt im letzten Herbst zur Black Week, zu Black Friday, haben wir die Tickets nochmal rausgegeben für 80 Euro, um jedem die Chance zu geben, dabei zu sein, dass auch keiner kalt erwischt wird von der Preisveränderung. Aber wir haben halt gesehen, wir brauchen da einen etwas höheren Preispunkt, sonst werden wir komplett überschwemmt mit Leuten, hätten wir da wahrscheinlich über 100.000 Leute, das ist einfach nicht handelbar. Und auch unsere Aussteller haben gesagt, wir möchten doch gerne sicherstellen, dass es vor allen Dingen auch qualifizierte Business-Besucher sind und nicht jetzt Leute, die aus der Schule kommen und auch Bock auf ein Konzert haben. Das muss halt eine gewisse Substanz haben bei den Besuchern. Und so sind wir dann zu diesem neuen Preis gekommen. Und der wird aber bislang, waren wir natürlich sehr in Sorge und haben das sehr, sehr intensiv durchdacht.
Sehr gut angenommen. Hm. Bock auf ein Konzert haben, nicht, dass das hier zu kurz kommt. Ne? Musik ist bei euch immer dabei und Absolut. Das ist auch super wichtig. Und da treten ja auch wirklich Stars auf und das Kannst macht auch total sein? Spaß. Also das, ich habe ja schon gerade den Macklemore genannt, aber auch von Jan Delay kennt man in Hamburg andere Hamburger Bands, die jeder kennt, werden da sein. Ich kann nicht alle ankündigen. Junge Künstlerinnen, Bad Moms J, KIZ, da wird sehr viel da sein. Hm. Bei so einem Mega-Event, da müssen ja auch viele Mitarbeiter mitmachen. Hm. Hast du ja auch schon gesagt, ihr seid ein Riesenteam. Sucht ihr da noch welche? Auf jeden Fall. Also für welchen Bereich? Wirklich von bis. Du kannst bei uns noch schnell zum Barkeeper werden. Auch ohne Vorahnung machen wir eine kleine Schulung. Okay. Du kannst also auf einer Garderobe oder irgendwie bei Einweisen oder am Servicetelefon oder auch geile Tours machen. Also da gibt es verschiedenste Angebote und auch je nachdem, wie lange die Leute Zeit haben. Jeder, der da mitarbeitet, bekommt natürlich einen Stundenlohn dafür, bekommt noch ein Freiticket zum Event. Darüber kann man auch ganz viele sagen, okay, habe ich Bock, irgendwie darüber dann da reinzukommen. Das ist übrigens der gesetzliche Stundenlohn, ne? Habe ich gelesen. Also das muss man vielleicht nochmal sagen. Genau, ist der Mindestlohn, ne? Der Mindestlohn, sagen. Das meine ich. Das ist absolut so. Mhm. Ich habe trotzdem das Gefühl, wir zahlen da jetzt niemanden, also es ich glaube, ich stehe nicht im Verdacht, da jetzt Leute auszubeuten, weil jeder kann dann ein paar Stunden mitmachen. Und es ist meistens so ein Erlebnis für das eine Mal, dass die Leute sagen, okay, ich kenne viele, die ihren normalen Beruf Urlaub einreichen, um da dann mitarbeiten zu können. Und das ist halt jetzt, es geht um die Erfahrung und das ist halt so ein bisschen so eine häufig ein Besuch in einer anderen Welt oder einfach mal reinzuschlüpfen, ein ganz anderes Universum. Und darum geht's. Also aber klar, es wird bezahlt, alle werden steuerlich bei uns erfasst, abgerechnet, wie das halt sein muss. Es sind am Ende über 3000 Leute, die da arbeiten. Das ist auch natürlich viel für uns Steuerungsaufwand. Ja, klar. Aber dadurch ist es halt glaube ich, auch ein persönliches und sehr leidenschaftliches Ding, weil die Leute auch Bock haben. Ne? Die kriegen alle unsere Merchandise-Sachen, sind dann alle im OMR-Look. Und ja, wer da Lust hat, omr.com/crew, kann man nachgucken, gibt es Jobs ohne Ende. Schöne Idee, da auf jeden Fall mal reingucken. Gibt es eigentlich noch Tickets? Ja, noch gibt es Tickets. Wir denken, dass es wahrscheinlich so Anfang Mai ausverkauft sein könnte. Aber aktuell verkaufen wir die Tickets noch. Zum Schluss, Philipp, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, wohin die Reise gehen soll beim OMR. Ich kann mir vorstellen, ihr seid schon voller Pläne für die nächsten Events und nächsten Veranstaltungen. Auch wieder in dem Rahmen. Gibt es neue Ideen? Vielleicht mal über Hamburg hinaus oder was ist da geplant? Hamburg ist schon so ein bisschen unsere Basis, unsere Heimstätte. Und ab und zu werde ich gefragt, ob wir umziehen. Dann sage ich irgendwie, weiß ich nicht, das Coachella Festival ist auch nicht umgezogen und das irgendwie Golf Masters in Augusta auch nicht und das Pferderennen in Ascot ist auch nicht umgezogen. Also wir wollen eher so eine Legende bauen über die nächsten Jahre in Hamburg. Aber natürlich überlegt man sich, was kann man in Hamburg noch so machen? Und wenn man dann sieht, okay, es gibt das Heiligen Geistfeld um die Ecke, es gibt das CCH in der Nähe, es gibt den Hafen, wo tendenziell Schiffe ankern könnten mit noch viel mehr Betten, dann kommt man natürlich auf Ideen. Gleichzeitig muss man solche Sachen, so ein CCH dazu zu nehmen, das ist halt auch nochmal richtig viel Fläche. Da muss man Planten und Blumen mit anschließen, das Heiligen Geistfeld nutzen wir jetzt schon in Teilen, aber das richtig mit anzuschließen, das auch sozusagen dann temporär da Sachen aufzubauen auf dem Heiligen Geistfeld, das ist viel, viel Abstimmungsaufwand. Es gibt das Millerntor. Es gibt natürlich viele, viele Ideen. Nicht alle werden wir in den nächsten ein, zwei Jahren sehen. Aber es ist auch schön, noch ein bisschen Pläne zu haben. Ja, das ist spannend zu sehen, was da noch kommt von euch. Jetzt ist es erstmal spannend, das OMR Festival 2023 zu erleben. Ich drücke die Daumen. Viel Spaß, viel Glück und alles, was dazugehört. Und super, dass du hier warst. Vielen Dank. Vielen Dank für die Chance. Ja. Hamburg aktuell. Das ist euer Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Uns gibt es immer Montag bis Freitag ab 17 Uhr. Und morgen kommt Thorsten Rebbe zu mir ins Hamburg aktuell Podcast-Studio. Darauf freue ich mich. Er ist Leiter des SOS Kinderdorfes in Hamburg. Mit ihm spreche ich unter anderem über die Auswirkungen von Corona auf die Familien bei uns in der Stadt und was das für die Betreuung der Kinder und der Familien zum Beispiel im SOS Kinderdorf bedeutet. Das ausführliche Gespräch mit Thorsten Rebbe gibt es in der nächsten Ausgabe von Hamburg aktuell, also morgen ab 17 Uhr. Abonniert uns, empfiehlt uns weiter und für Kritik, Fragen, Vorschläge und Anregungen könnt ihr euch natürlich jederzeit bei uns melden unter stadtnachrichten@hamburg2.de. Ich bin Clemens Benke. Bis dann. Tschüss. Hamburg aktuell. Der Stadtnachrichten-Podcast vom Radiosender Hamburg 2.